Ja, hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Planeten, wollte schon sagen, auf meinem Kanal. Ich bin der Tim, mit Aha. dabei ist der Olaf. Ja, auf unserem Planeten, guten Tag. Ja, ihr seht, wo wir sind, in First City. Und da haben wir noch eine Nebenmission von Saidi. Wir haben gedacht, die hätten wir schon fertig, aber nee, die haben wir noch nie gemacht. Weil wir damals mit Carsten hier so durchgelaufen sind, so ruckzuck. So, wie machen wir die Outriders? Eigentlich wollten wir hierher, um das Biest zu machen, weil es sie gibt. Ich habe mich gefragt, könnten noch andere Outriders im Kälteschlaf sein? Tja, schon möglich. Jane und ich hatten nicht erwartet, auf dein Team zu stoßen. Und da die Rebellen näher rückten, hatten wir keine Zeit, nach anderen zu suchen. Und du? Ja, sprich mit ihm. Ich muss dir ja nicht sagen, wie gefährlich die First City ist, aber... Ich würde gerne als Erster erfahren, was du findest. Ich bleibe nicht so lange weg, Junge. Ich muss meine Ausrüstung lösen, können andere auch reisen. Annehmen, ne? Wir nehmen an, ja, Gott. Wir nehmen ich an. Ich bin auch gespannt. Ich sehe mich mal um. Genau. Ja, und dann entweder bleibst du draußen, quatsch nicht mit ihm, oder eben. Nicht ganz so hoffnungslos. Du guckst es auch gleich an. Ja, ja, ich guck gleich an. Ne? So, hast du die Mission auch angenommen? Jane und ich? Ja, warte mal. Weil du noch keine andere dann kommt er immer wieder. Hast, heißt das nicht durcheinander. Ja, dann kommt er durcheinander, wenn du es nicht gleich mitmachst oder eben draußen wartest, ne? Den hörst du leider halt nicht in den Dialog, aber ja. Was du findest. Ja, gut, die erste Ordnung. Ja, gut, okay, annehmen. Ja. Gut. Ja. Erreiche das medizinische Labor. Die Kapsel, in der ich dich gefunden habe, war in einem alten Labor beim Fluss. Dort solltest du zuerst suchen. Ja, wir gucken erstmal nach, wo wir hinreisen müssen. Wir können auch Schnellreise machen, ne? Ja. Könnten wir, können uns aber auch hier durchkämpfen. Ja, ja, das ist ja Quatsch. Wir können uns auf dem Rückweg zurückkämpfen, wenn wir wollen. Wenn wir gerade warm geworden sind, richtig. Oder so. Ja, ja, schau selber, schau selber, schau selber, ob du da hinreisen möchtest. Und dann, wenn du jetzt sagst, okay, dann mache ich, bestätige ich es. Ja, geh mal halt dahin. Ja, okay. Ja, dann mach. Was hin? Ja. Wenn du meinst, da wollen wir hin, dann. Ist das Ding, ne? Oder ist das da unten? Ne, wir sind da, wir sind da, das ist das. Ist denn so eine Raute, ne? So ein Achteck, ein Sechseck. Endlose Dunkelheit, ja. Ja, der muss da hinreisen, ich muss bestätigen. Na, sag mal. Ja, sag mal, kannst nicht, ne? Weil du nicht Leader bist. Nee. Nee, nee, weil du musst es machen, du bist der Leader. Ja, na gut. Denn hin zu Nebengasse, schicken ne? Sie mich nicht immer, schicken Sie mich nicht immer in die Dunkelheit vor. Denn zu Nebengasse. Ja. So, okay. Stadtzentrum. Genau, ist eine Nebengasse. Ob das jetzt besser ist, wenn wir sie von hinten angreifen, naja, werden wir sehen. Lassen wir uns überraschen. Ob wir da denn überhaupt hinkommen, weißt du? So, mach deinen Weg weiter, dann weißt du, wo wir hin müssen. Hilf, mach, puff da oben auf. Ja. Na gut, komm da rein. Hinter dir, Olaf. Hilf, mach, puff, lasse, geht rein und alle kommen, weißt du. Lass ja, ich habe noch nicht gewusst, dass es jetzt hier wieder losgeht. Naja, dann kommen wir von der anderen Seite eigentlich. Hast du Einzelschuss oder was? Ja, das ist die andere Waffe. Ja. Ja, warten wir mal ab, sonst muss ich es rausschmeißen. Ja.
hat halt zwei verschiedene Waffen, weißt du? Ja, ja. Komm noch mehr. Wusch. Wusch. Gut. Ich sag's jetzt, sind wir ja Stufe 9, ne? Kommt ein bisschen mehr, glaube ich. Ja. Hinter uns noch irgendwo eine. Jetzt hier noch die Wildschweine. Das ist der Kapsel der Wildschweine. Ja. So. Oh. Gut, sammeln wir Munition ein, ne? Wenn welche rumliegt. Ich kenne rum hier, die Wildschweine sind bewaffnet gewesen. Gut. Vielleicht kommt ein großes Muttervieh, dabei hier auch mit der Brücke runterlassen, ne? Warte, erst noch kommt von da welche? Da kommt das Mutti-Viech. In die Fresse rein, so. Anzugsschuss ist gar nicht so schlecht. Warum ist 30 Jahre lang sonst keiner drauf gekommen, war das aufzuwecken? Na ja, muss zum Grüne. Was im Wald mit dir passiert ist. Sie wollten ein Heilmittel entwickeln, aber daraus wurde nichts. Wenn es keine Heilung gibt, woher wusstest du, dass ich das auch überlebe? Ah, die unten rein müssen wir. Ich wusste es nicht. Tut mir leid, ich wollte nur den Abend finden. Oh, verstehe. Priorität. Gold. Hast du eingesammelt? Jo. Gut, dann kommen wir unten rein. Wo unten rein willst du? Na, hier, zur Mission. Nö. Wo müssen wir da rein, da rein, da unten rein, da hier? Ja, komm. So, hier. Nee, Olaf, du läufst wieder verkehrt. Du hast einen Wegweiser. Du hast einen Wegweiser. Komm hoch. Ja, der Wegweiser hat er ihm gezeigt. Jetzt weiß ich nicht, ob du nicht verkehrt bist. Nee. Da ist nämlich ein Sprungpunkt, wo ich hingegangen bin. Das ist der neue jetzt. Ja, das ist das Labor. Da nimmst du was Neues als an. Möchte eine Nebenmission starten, verzögern. Siehst du ja. Aber hier jetzt ist es. Jetzt habe ich es angenommen. Ja, also, ist doch okay. Ist doch okay. So.
Das ist doch das medizinische Labor. Hier müssen wir was einsammeln. Guck mal hier. Ja, aber ist was Neues. Nein, das ist von Zahidi. Glaub mir das. Das kann ja sein. Ja, das kann ja sein. Gehört aber zu Zahidi. Weil ich hab die schon gemacht, damals mit dem Kleinen. Das heißt, ich muss wieder rausrennen und dann zum nächsten Labor, weißt? Ja. Bestätigen. Oder im Kreis laufen. Ja. Ja. Ja, sind heute noch nicht ganz fit. Licht am Wetter ist zu warm. Eindeutig zu warm. Hier ist ein Transferbefehl. Da steht, dass die ECA die meisten Kälteschlafkapseln in irgendeine B2-Anlage gebracht hat. Ich habe eine alte Karte. B2 muss die große Kapsel auf der anderen Seite der Brücke sein, links von dir. Wie komme ich dorthin? Folge der Stadtmauer, dann kommst du automatisch zur Anlage. Genau, ach, hier habe ich mich ja auch dumm und dämlich gekämpft. Das war ja auch eklig. Erstmal munitionieren. Also jetzt würde ich überlegen, ob ich du mit einem Schuss hier unterwegs bin oder mit mehr Schuss im Magazin. Naja, ich habe sowieso mehr Schuss. Ah, Gott. An einem Magazin. Die Ja. Denk an deine Vergiftungspestilenz, da hätte man gesagt, dein Geschütz, ne? Naja. Gehen. Du. Achte auf deine Munition, sag bloß, ne? Ja, ich sag bloß. Kommt das viel dicker an? Achtung, ja. Ach hier. Die meint ihr noch gar nicht? Wie meinst du dabei? Nee. Der jetzt gleich um die Ecke kommt. Ich sag ja, Frostkugel finde ich so geil. Ja, ja, laufen Sie vor, Olaf. Da kommen gleich so viele hoch. Ich bin immer so, Alex.
kannst natürlich dein Geschütz hier hinstellen. Kommt der Oberboss. Wenn ich dran erinnern kannst, aber das ging damals halt so schnell mit Werner. Das ging ja so rasant schnell. Ja, ja. Da hab ich mich einen abgekämpft, Junge. Kommt der da hinten runter, genau. Danke, danke. Ja, ja, ich bin ja pfeffig. Ich bin den. Der saugt dich runter, wenn Pech ist, ne? Wolltest du sagen. Ja, ja, wollen wir sehen. Ja, mich hätte Runde gesaugt. Ich hätte es wissen müssen. Ich stelle das Giftgeschütz hin, sonst überlege ich das nicht. Die komisch teleportieren, weißt du? Ja. Jupp, jetzt hat er es auch, genau. Jetzt hat sie auch erwischt. Jetzt bist du da unten, ne? Ja. Jetzt kann ich nicht mehr. Ich liege erst einmal. Ich will erst einmal schauen. Ich komme. Ja, schnell, schnell, wenn es geht. Ja, bitte höher. Ja, lauf hinterher. Wo ist denn hin, der Kribbel? Nach hinten, da wo wir hergekommen sind. Jetzt wird er halt runtergeholt, oder wie du? Zwei Mann von hinten gekommen. Ach, du dicke Sei. Vorne her. Fliege. Ich glaube, das haben wir ja schon mal verloren. Da sind wir zu Haufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nicht aufgeben, nicht aufgeben. 8, 9. Nein, ja, ich gebe ja nicht auf, ich liege hier rum. Jetzt war es nicht genug. Wenn der weg ist, ist noch Ruhe. Ja, gut, ja. Oh, okay. Den Weg nochmal. Gut. Weil der ist am schlimmsten. Der ist nämlich am schlimmsten, weil der macht seine komischen Teleportation und dann. Komm weg da. Gut, genau. Danke. Ja. Ja, kannst du dir vorstellen, wie ich das hier alleine abgerockt habe? Oh, weh. Ja, ich habe das ein paar Mal versucht. Ich glaube, bin ja auch auf Stufe 3 oder damals runtergegangen. Oder 2.
da mal ein Dingslein tun könnte. Also ich schon mal schauen, ob vielleicht dann ja statt jetzt ein Dingslein tun. Ah, das ist aber zu lange wieder ohne Deckung, weißt du? Na gut. Am besten wäre, du gehst runter und machst dann dein Giftgeschütz hin, den Tag. Ja, das Bild da hinzumachen, ist heute. Ganz bescheuert. Nee, das war nicht. So, schauen wir mal. Noch da hinten. Hatten wir, Gott. Gott, da hinten ist nur was. Nee, das so. Ist. Was geht denn da hoch? Ja, weil wir da lang müssen. In der normalen Hauptmission, sag ich mal, musst du ja hier den Hebel betätigen da hinten. Ah, ist klar. So, was ein Gerenne und Geflippe hier. Ja, aber die da teleportieren können und alles. Sehr. Jo, da hat er mich ganz nach unten gepackt, da wo wir jetzt langlaufen. Ja. Hier drin hat er mich hingesetzt. Oder davor, da kamen die ganzen Burschen, waren ja da. Aber gut, haben wir geschafft. Glaube ich, die einzige Kiste hier. Kiste. Ja. Oh. Hebel betätigen jetzt, ne? Oder? Da oben, ja. Ne, das Ding ist ja hochgegangen. Ja, da brauchen wir ihn ja nicht betätigen. Nee. Warte mal, irgendwas ist so hoch. Ne, er führt uns zurück. Wir führen uns woanders hin. Komm mit. Wir müssen da hinten hoch. Hä? Das war ja, wo du auch Sahidis Koffer holen solltest, glaube ich, ne? Sahidi, ja, das war in ähnlicher Form, ja. Da musstest du Sahidis Koffer holen aus dem Truck und da musstest du hier lang, genau. Ah. Ja, stimmt. Ah, jetzt hier abseilen. Ah, so, ja, alles klar. Das Moorland. So, jetzt schon wieder was Neues. Nein, das ist immer noch die gleiche Mission, Olaf. Das sind drei verschiedene Missionen. Wir waren im ersten Labor, jetzt gehen wir zum zweiten Labor durch das Moorland. Naja, bin ich gespannt. Ja, glaub mir. Die Mission heißt Endlose Dunkelheit. Auf dem Haufen stehen, der eintrifft immer. Jo. Da. Ja. Komm noch. Giftspucker ist hier noch.
tauchen bei dir eigentlich auch immer viele gelbe Zahlen auf? Ja. Gott, dann ist gut, dann ist gut. Das ist immer die Anzahl für kritische Treffer, weißt du? Ja. So. Lass sie auf uns zukommen. Die Jungs. Leder, 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 alles in Leder. Aber kommen da noch mehr? War ja noch nicht alles, nein. War noch nicht alles mehr, oder? Hier ist ein großer hinter mir her. Wo? Ja, nicht, dass du da stehst, dass du sagst, alles du fertig. So weit drück, ja. Ja, nicht, dass du sagst, ach, war alles, weißt du. Es ist Ruhe. Bleibt er da stehen und sagt, ja, und ich bin hier noch am Fighten mit dem Dicken. Ja, was meinst du, was ich hier gemacht habe? Da sind wir mal 20 gekommen. Ja. Wo ich hinter dir her war. Und du mit dem Dicken rumgetan hast. Ja, wollt mit ihm eine Runde Samba tanzen. Dü. Ja. Hier, Munitionskiste. So. Kurz abwarten. Hast du aufgefüllt? Zelle, ja. Gut, dann reiße ich mal ein. Aber ich glaube, jetzt kam nichts mehr. Glaube ich zumindest, weiß ich nicht. Ach doch, kommen noch welche von oben runter. Erstmal Eisen abbauen. Bing. Ach doch, im letzten Bereich kamen noch welche. Geh mal vor, Ola. Hallo. Ja. Da hinten wir Diamant. Ja, sind zwei Stück, wenn du guckst. Oh, ein Frosch, ein Frosch. So ähnlich wie ein Frosch schaut er aus. Der ist tot. Gut. 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 So. Tö. Eisen gibt's noch mal. Tö. Eigentlich könnte doch mal der Olaf abbauen. Das Eisen. Dann geht meine Fähigkeit nicht jedes Mal weg. Nein, das habe ich schon abgebaut. Jetzt brauchst du ihn mehr. Na ja, also. Ist doch egal, wer hier. Vielleicht baue ich ihn schon mal. Naja, wenn ich abbaue, meine Knarre hat noch die Fähigkeit drauf, dann muss man warten, bis sie wieder aktiviert ist. Das so, dann gehen wir vor. Aha. Wo müssen wir denn hin eigentlich? Du hast ein Radar, du hast einen Wegführer. Nein, Wegführer? Keine Wegführer hier. Das ist das, wo wir von einem zum anderen springen. Das ist immer noch die gleiche Mission, da hast du die nicht aktiviert, Olaf.
steht bei dir rechts, links unter dem Radar. Endlose Dunkelheit verfolgt. Richtig. Ja. Ja, finde ja heraus, was mit dem Outriders im Kälteschlaf passiert ist, ne? Im Kälteschlaf passiert ist, sehr ist es, ja. Genau. Und der Wegführer der Zeit uns erstmal nicht durchquert die Höhlen, schiebt uns da. Aber du siehst auf dem Radar einen gelben Punkt, da. Du siehst auch einen gelben Punkt. Da müssen wir hin. Der ist voraus, wir müssen wieder raus. Ja, dann komm. Ja. Ja. Ah, ist ja dann wieder. Aha. So, gefrorenes Eisbein ist am liebsten mir. Naja, ob das nun Eisbein ist, mag ich bezweifeln, weißt du. War noch nicht alles. Ich habe Tierschläger Rang 5 abgeschlossen. Da bin ich so ein liebes tierlieber Freund, weißt du? Das heißt hier Tierschläger, ehrlich mal. Sind ja halt Bestien, ne? Da kommen noch mehr, ja. Jetzt sind wir fertig. So, betrete das Labor. Ja. Open the door. Bin drin. Ich suche jetzt nach den Kapseln. Ich hab Skarsgård gefunden. Wie meinst du das? Ist er am Leben? Nein. Dank der ECA ist er jetzt ein Terrarium. Ach komm schon. Skarsgård? Verdammt. Ach komm schon. Wir haben zusammen in Bagdad und Caracas gekämpft. Er gab niemals auf. Er hätte den Krieg auf seinen zwei Beinen beenden sollen. Das hätten sie alle. Ja, jetzt sind wir doch verrückt. Nee, da muss er ein weitergehen, hier ein Stück. Um die Ecke. Laut Radar siehst du das ja, ne, wo du hin musst. Nee, ja, da vielleicht. Ja, also. Genau. Und das Ding ran. Aufsammeln. Nee. Gut. Sahidi, die ECA hat Experimente an uns durchgeführt. Hast du das gewusst? Nein, wirklich nicht, aber. Die Outriders waren als Erste von einer fremden Mikrobe befallen. Es war legitim, euch zu untersuchen, um andere zu retten. Und dabei haben sie die Hälfte von uns gekillt? Was für eine Scheiße. Jo, jetzt heißt es Kehr nach Sahidi zurück. Der ja, ja, jetzt,
Warte mal, bevor wir springen, es ist vielleicht so 10 nach, Viertel ja, nach. Ja, lass uns da nur hinspringen. Nur ja, hinspringen. Ja, springen. Danach kannst du immer noch deine Raucherpause machen. Komm, wir müssen ja bloß rausgehen. Hier draußen ist der Schnellreisepunkt. Ja, draußen ist ein Schnellreisepunkt, das schau her. Ja. Dass es hier auch noch Schnellreisepunkte gibt, sollte man ja gar nicht annehmen. Dann haben wir gar keine Zeit hier zum Gucken. Gut. Oder wir bleiben hier. Na gut, wir bleiben hier. Okay, ja. Na, wenn du nichts verändern willst bei Zahidi. Okay. Will ich jetzt im Moment nicht mehr. Ja, dann sagen wir mal danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ne? Unterstützt somit das Projekt. Und dann sagen wir mal beide tschüss. Ciao, 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 ciao.